So, willkommen zurück. Ich will euch in einem letzten kurzen Video nochmal vermitteln, wie ich jetzt aus der Vorarbeit, die wir geleistet haben, tatsächlich zu einem funktionierenden Geschichtenplot komme. Wir hatten ja zuallererst unseren Cluster, der uns auf das Thema Plattenbau gebracht hat. Dann hatten wir unsere Matrix, die das Thema Plattenbau für uns erschlossen hat und genauer beleuchtet hat. Und aus der Matrix ging ja hervor, dass wir etwas mit dieser Künstler-WG machen wollen. Also etwas in Richtung Guerilla-Verschönerung der Umgebung. Wie wollen wir diese Geschichte erzählen? Wir brauchen zuerst einen Protagonisten. Und wenn ich mir das Personal aus unserer Matrix so angucke, denke ich, dass wir den Hausmeister nehmen sollten. Einfach weil der eine etwas herausgehobene Stellung hat in diesem Haus. Und man ihn schön so als knurrigen, rechthaberischen Zeitgenossen aufbauen kann. Was wir also zuerst brauchen, ist ein Protagonist. Das ist unser Hausmeister. Ihr würdet jetzt an dieser Stelle hergehen und würdet dem halt einen Namen geben und 2, 3 Stichpunkte für den Hintergrund. Das spare ich mir jetzt hier, weil dies ja nicht das 4. Video in einer Reihe von 800 werden soll. Das Weitere, unser Thema ist ja Ausweitung der Kampfzone. Das heißt, wir brauchen Eskalationsstufen. Ja, etwas muss sich steigern. Normalerweise setzt man ja den Plot für eine Kurzgeschichte als Schnappschuss an, als Momentaufnahme, ohne eine Entwicklung. Das ist jetzt hier schwierig, weil das Thema letztendlich schon eine Entwicklung vorgibt. Also Ausweitung der Kampfzone heißt, vorher ist es so, danach ist es etwas anders. Wir müssen also in irgendeiner Form eine Entwicklung schildern, die über verschiedene Stufen verläuft. Das widerspricht so ein bisschen dem Bauplan einer Kurzgeschichte, aber ich habe schon eine Idee, wie wir das hinkriegen. Unser Grundkonflikt ist Hausmeister gegen Künstler-WG. Ja? Hausmeister passt auf Sachen auf wie keine Unordnung bei den Fahrrädern, ja, bei den Briefkästen nicht rauchen. Die Frau Müller muss das Häufchen von ihrem Dackel wegräumen, wenn sie da vor dem Haus in die Grünanlagen geht und so. Da ist also schon so ein kleiner Blockwart. Ja. Müssen wir gucken, wie unsympathisch der dann wird. Also er ist natürlich der Protagonist, das heißt, er muss irgendwie schon erträglich bleiben. So. Dann zieht diese Künstler-WG ein und es dauert nicht lange, fangen die an, Unordnung reinzubringen. Ja, also abgesehen von Partys und Musik, parken die vielleicht auch Kram auf dem Flur. Ja, da stehen dann plötzlich so diese mega riesengroßen Leinwände rum mit, keine Ahnung, nackten Frauen drauf. Ja, oder irgendetwas in der Art, was halt so zunächst mal die Vorstellungskraft sprengt. Ich steige jetzt in die Schuhe sozusagen des Hausmeisters und denke mir, was mache ich da zuerst? Ich bin ja jetzt nicht gerade so der Mann von Welt. Ja? Ich versuche also zunächst mal die einzunorden. Was darf man in diesem Haus und was darf man nicht? Ja? Ihr dürft da nicht rauchen, ihr dürft nach 22 Uhr keinen Lärm mehr machen. Ihr dürft, keine Ahnung, nein, ihr dürft bei den Fahrradständern kein Pony anbinden, was auch immer. Da würde ich mir, also das ist so, dass die erste Eskalationsstufe ist, die kommen, die leben da vor sich hin und er versucht sie so einzunorden, dass es passt. Die zweite Eskalationsstufe könnte dann sein, dass er versucht da aufzuräumen. Ja, also die großformatigen Bilder runterstellt, damit der Sperrmüll sie dann abholen kann. So, und die Hausbewohner da dran vorbeigehen, also die anderen, und denken, wow, wow, schön, das sieht ja toll aus. Plötzlich ist unser abgesiffter Platz bei den Briefkästen völlig aufgewertet durch diese etwas merkwürdigen, aber doch sehr farbenfrohen Bilder. Und der Schuss geht sozusagen für den Hausmeister nach hinten los. Und diese Künstler-WG sammelt so die ersten Pluspunkte. Da würde ich mir also vielleicht noch so 1, 2 Aktionen überlegen, die der Hausmeister so loslassen könnte. Und parallel würde ich die Künstler mit diesen Guerilla-Sachen gegenhalten lassen. Ja, dass also im und ums Haus immer wieder, dass sie da ihre Spuren hinterlassen. Keine Ahnung, sie verteilen in einem kahlen Strauch lauter bunte, hier so Origami-Vögelchen. Ja,
Sie sind fertig damit, ihre Wohnung anzumalen. Sie fangen an, den Flur anzumalen, dass sich das so ausbreitet. Ja, wie so Efeu. So jeden Tag ein bisschen weiter. Sie haben vermutlich auch erstmal ihre Vorbehalte, oder andersrum, die anderen Hausbewohner haben ihre Vorbehalte, die könnten dann aber einfach dadurch, dass die Jungs da sehr nett sind, so langsam schmelzen. Und je freundlicher und netter der Rest vom Haus mit dieser Künstler-WG umgeht, desto verkrampfter könnte mein Hausmeister werden. Ja, dann haben wir diese, dann hat er auch so diesen Drang, das Kampfgebiet auszuweiten, ja, immer weiter zu gehen, in dem Versuch, das durchzusetzen. So, ganz zum Schluss könnte er, keine Ahnung, irgendwas tun, was verboten ist. Er könnte zum Beispiel den Lift kaputt machen und das versuchen, das den Künstlern in die Schuhe zu schieben, die während des, weil die da immer so schwere Sachen drin transportieren und das hält ja keinen Lift aus und sowas. Wir hätten also dann eine relativ festgefahrene Situation. Und was wir dann brauchen, ist ein Wendepunkt. Das Ding muss ja jetzt dann mal kippen, weil sonst haben wir es an die Wand gefahren. Ne? So, das heißt, irgendetwas müssen die tun, was den Hausmeister davon überzeugt, dass die wertvolle Mitbewohner sind. Und es könnte zum Beispiel sein, dass sie irgendetwas machen, worüber er sich einfach freuen muss. Nun könnte es zum Beispiel sein, dass unser Hausmeister, der hatte mal einen Schrebergarten. Und dieser Schrebergarten wurde platt gemacht, weil da ein Parkplatz entstanden ist. Und aus dieser Schrebergartenzeit hat er noch zwei große Umzugskisten mit Gartenzwergen, weil er nämlich total auf Gartenzwerge abfährt. Er findet die super. Und die stehen halt irgendwie auf seinem Balkon oder im Keller oder keine Ahnung irgendwo rum und verstauben da vor sich hin. Und er ist halt immer so ein Stück traurig, dass seine Gartenzwergzeit vorbei ist. Und warum kann es nicht sein, dass die Hausgemeinschaft zusammenhilft und unter Anleitung dieser Künstler ein Stück von diesem Grünstreifen neu gestaltet, da rund um den Spielplatz herum Gemüsebeete anlegt, einen Rosenbogen aufstellt, einen öffentlichen Grillplatz etabliert, irgend so etwas, was dann auch dazu führt, dass da nicht mehr so viel kaputt geht. Also so ein Stück weit das, was ja schon fast ein Stück Sozialarbeit, also die Leute ihre Umgebung schön herrichten lassen, hilft, dass die nicht kaputt machen. Und da könnten dann die Gartenzwerge von dem Hausmeister mit eingebaut werden. Und das wäre zum Beispiel, also mich als Hausmeister würde das überzeugen. Ich wäre dann echt glücklich, könnte das nicht zugeben und ich würde natürlich nur rumpoltern. Aber das wäre mein persönlicher Wendepunkt. Und die Geschichte könnte dann enden damit, dass der Hausmeister irgendein Talent für irgendwas entdeckt, um sich da ein bisschen zu beteiligen, sich einzubringen, ja, Guerilla-Tapezierung, ja, oder Guerilla-Rauputz aufbringen, Guerilla-Lampen anschließen, was auch immer, dass er also da ein bisschen mit einsteigt und im Rahmen seiner hausmeisterlichen Möglichkeiten eben dazu beiträgt, dass seine Umgebung schöner wird. Das wäre ganz grob die Geschichte, die könnte ich jetzt direkt so schreiben. Das Problem, was wir jetzt bei dem Stoff haben, ist, wir haben einen relativ großen Zeitraum. Also das ist so, eine Entwicklung zieht sich ja über, naja, man könnte sie vielleicht auf Wochen komprimieren, aber Wochen müssen es mindestens sein. Und wir haben hier aber nur eine Kurzgeschichte und wir wollen ja da auch nicht episch werden. Deshalb würde ich diese Kurzgeschichte aus lauter einzelnen Schnappschüssen zusammensetzen und, also ich würde sozusagen Mini-Kapitel machen und würde diese Kapitel einer Zeit zuordnen. Ja, also das Kapitel 1 heißt dann Montag, 3. April. Kapitel 2 heißt dann Mittwoch, 14. April. Ja, Donnerstag, 3. Mai. Irgendwie so. Sodass für den Leser klar ist, da vergeht Zeit. Für mich klar ist, diese Zeit muss ich nicht erzählen. Und ich kann mich immer auf das Prägnante dieser Geschichte beschränken. Ja, ich muss keine epischen Entwicklungen schildern. Ich kann wirklich diesen Tunnelblick haben, der eigentlich bei Kurzgeschichte angesagt ist. Und bewege mich damit dann letztendlich auch in dem, was das Genre von mir will. Ja, das
würde für mich eigentlich ganz gut funktionieren, denke ich. Ich würde damit vermutlich auch diese Zeichenzahl einhalten können, die die da vorgeben, habe ich jetzt nicht im Kopf. Und so hätte ich dann aus der Vorarbeit, die wir mit Matrix und Cluster geleistet haben, mal so aus dem Stand eine Geschichte entwickelt. Und die würde ich dann anfangen zu schreiben und dann würde ich mal gucken. Ja? So ein Schreibplan ist ja immer nur tauglich oder sozusagen, man hält sich ja immer nur an den, bis dass man eine bessere Idee hat. Aber ich denke, dass die Idee durch eine Geschichte durchaus tragen würde. Wer von euch Lust hat, diese Geschichte zu schreiben, bitte nur zu. Ich schenke euch diese Idee. Ein Blick in meinen Zeitplan hat mir gesagt, dass ich definitiv diese Geschichte nicht schreiben werde. Aber wenn jemand von euch Lust hat, fühlt euch frei, dieses Hochhaus zu bevölkern. Würde mich freuen. Und wir sehen uns in einem anderen Video zu einer anderen Zeit. Und bis dahin viel Spaß und viele kreative Ideen. Tschüss mit Üs.